So, ein ganz herzliches Willkommen schon zum zweiten Groß-Event zum Thema LernOS, der innovativen Systematik, um lebenslanges Lernen zu unterstützen. Eigentlich wären wir heute in Bonn. Unser Raumsponsor heute wäre eigentlich die Telekom gewesen. Aber dann kam Corona und Corona hat so einiges durcheinander gebracht. Auch im Corporate Learning gab es durch Corona jede Menge Veränderungen. Wir haben ganz viel online erlebt. Und Joachim, wie ist es eigentlich bei dir? Wie hast du jetzt die Corona-Zeit erlebt? Ja, erstmal hallo Karl-Heinz. Ich weiß nicht, nach so einer Öffnung kann man eigentlich bloß verlieren, oder? So einer mächtigen Veröffnung. Ja, ich denke, es war eigentlich eine spannende Zeit, ist noch eine spannende Zeit. Weil im Grunde genommen haben wir ja eine Menge an neuen Erfahrungen gemacht. Vom Jahr starten noch gemeinsam auf der Bühne. Jetzt sind wir so virtuell viel näher, aber doch einige hundert Kilometer auseinander. Und die Corona-Krise, der ganze Lockdown, hat eigentlich, wenn man es mal rückwirkend betrachtet, nicht nur neue Erfahrungen gebracht, sondern auch eine Menge eigentlich an Dingen hervorgebracht, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Also für mich war das wie so ein Vergrößerungsglas, das man auf die ganze Welt gesetzt hat. Man hat auf einmal gesehen, dass es Aufgaben gibt, die eigentlich viel wichtiger sind, als man ursprünglich gedacht hat. Viele gesellschaftliche und soziale Aufgaben. Man hat festgestellt, welche Bedeutung soziale Kontakte haben, welche Bedeutung Mobilität und Freizügigkeit eigentlich für uns haben. Man hat sich mit Verschwörungstheorien befassen müssen. Und auch das Thema Digitalisierung war auf einmal in aller Munde. Also selbst Menschen, die bislang sich strikt geweigert haben, dort irgendwas zu machen und gesagt, sie können es nicht, sie bekommen es nicht hin, haben es hinbekommen. Mobiles Arbeiten, Homeoffice, digitales Arbeiten, digitale Führung. Das alles war eigentlich kein Problem mehr. Und das Spannende ist jetzt, man hat eigentlich so ein System, das eigentlich gelaufen ist, irgendwann mal aus dem Gleichgewicht gebracht. Corona war eigentlich eine Systemstörung. Und ich finde es spannend, deswegen ist der Tag heute und morgen auch für mich sehr wichtig. Was passiert denn jetzt? Wie kommt man denn wieder zurück? Welche Dynamik hat denn das System? Da gibt es ja unterschiedliche Optionen. Also einmal kann man wieder ein Gleichgewicht erreichen, wenn man sagt, ja, man geht wieder zurück auf die Ausgangssituation. Ob wir das alle wollen, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Weil wir wollen ja nicht wieder einfach in seminaristische Lernen reingehen, PowerPoint-Präsentationen machen. Auf der anderen Seite besteht auch das Gefahr, dass so das System jetzt ganz labil wird, dass man also unterschiedlichsten Trends hinterherjagt, nicht weiß, wie man rauskommt, was so Themen sind. Und was ich am spannendsten finde, ist so das Szenario, das ich bevorzugen würde, so in der Systemtheorie ist das so das Thema metastabil, dass man einfach in einen ganz anderen Zustand eigentlich reinkommt. Weil jetzt auf einmal viele Menschen, die Querdenker waren, die Störer waren, die ihre Gedanken gemacht haben, jetzt auf einmal die ausleben können und feststellen können, man kann eigentlich ganz anders reingehen. Also möglicherweise ist da viel Innovation dabei. Und ich glaube, wir haben ja heute auch morgen einen Tag, wo wir viel Innovation ausprobieren. Und Karl-Heinz, ja, du wolltest ein bisschen darstellen, was alles an Innovationen in den nächsten 18 Stunden wir erleben werden. Ja, also ich habe auch so den Eindruck, wir haben hier die innovativste Veranstaltung vor uns, nach allem, was ich so bisher aus der Vorbereitung mitgekriegt habe. Und das ist der Dienst von Simon Dücke. Simon, vielleicht kommst du auch gleich mal mit auf die Bühne. Danke euch. Hallo. Ein einzelner Applaus. Danke dir, Joachim. Applaus ist hier ein bisschen schwierig, weil ihr eure Mikrofone alle nicht einschalten könnt. Und dann sind wir auch gleich bei so ein paar technischen Bedingungen heute. Dieses System Remo, mit dem wir heute den ganzen Tag arbeiten und morgen für die ganzen Eröffnungen und sozialen Teile und auch wieder fürs Ende nur die Barcamp-Sessions, die laufen morgen in Teams, alles andere passiert hier in Remo. Aber Remo hat dem Veranstalter hier so ein paar Vorteile verschafft. Zum Beispiel kann der Veranstalter sagen, ihr müsst jetzt alle aufhören zu reden, ich hole euch jetzt alle Übergriffe. Ja. Genau, auch der Veranstalter kann euch auf die Bühne holen, wenn er es mag. Also seid vorsichtig, sonst holt der Simon hier noch nach vorne. So, Remo ist so ein schöner Versuch, mal mit einer ganz anderen Software auch dieses soziale Sich-Austauschen zu realisieren. Aber ich glaube, ihr habt das alles schon ein bisschen mitbekommen, denn es war schon ganz viel Traffic hier. Ihr habt gesehen, da gibt es so verschiedene Tische und ihr könnt euch mit so einem Doppelklick jeweils an den Tisch setzen.
wenn noch ein Platz frei ist. Die Tische sind begrenzt, maximal 6 können da immer zusammen sitzen und dann könnt ihr praktisch mit einer kleinen Videokonferenz in diesem kleinen Raum reden. Übrigens, ihr könnt es auch auf der Toilette. Da gibt es auch Videomöglichkeiten. Genau. Da machen wir ein kleines Gewinnspiel. Also wer herausfindet, was die Abkürzung heißt, wie die Toiletten benannt sind und das als erstes im Telegram-Chat postet, der bekommt ein Buch geschenkt. Der Alex Rose hat sich schon versucht, aber bei der Auflösung ist er knapp gescheitert. Also Simon hat versucht, mit dieser Idee hier eine Abbildung einer Präsenzveranstaltung möglichst naturgetreu hinzukriegen. Und ihr habt wie bei einer Präsenzveranstaltung so die freie Wahl. Also ihr könnt euch entscheiden, mit wem ihr euch unterhaltet und ihr könnt euch morgen auch entscheiden, wieder in welche Session ihr geht und ob ihr aus der Session auch wieder rausgeht. Und das ist ja hier noch ein bisschen einfacher. Man muss nicht mal aufstehen, da reicht die Bewegung des Zeigefingers auf der Maus und schon ist man im Gespräch mit ganz anderen Leuten. So, dann, wenn ihr es noch nicht entdeckt habt, wir haben so einen Generalchat hier. Wenn ihr in Remo seid, findet ihr unten so ein Chat-Symbol und dann könnt ihr verschiedene Chats sehen. Jeder Tisch hat seinen Chat, aber der Generalchat ist so der, wo man mit den Veranstaltern Kontakt aufnehmen kann, wo man generelle Fragen stellen kann und auch Mitschriften machen kann, wie ihr wollt. Der bleibt auch erhalten, wenn die Bühne zu ist. Also dieser General Chat ist den ganzen Tag aktiv, den kann man auch morgen dann wegspeichern, also der ist immer da. Ja. Okay. Achtet so ein bisschen auf die Agenda, auf den Zeitplan heute. Ihr werdet merken, es gibt verschiedene Programmpunkte heute und auch morgen kommen wir so zwischendurch immer wieder mal auf Remo zusammen. Also achtet immer darauf, dass ihr rechtzeitig wieder zurück seid. Heute starten wir mit 3 Impulsvorträgen. Und da gibt es einen kleinen Schwerpunkt von der Telekom und das ist dem geschuldet, dass Telekom ja so nett war, Raumsponsor zu sein für unser Treffen eigentlich, weil genau. Es heute hier geschuldet, sondern das sind auch ziemlich coole Vorträge. Also ja, der erste dann von Mario oder der zweite wird Englisch sein, für die, die dann vielleicht überrascht sind, aber einer in Englisch und der von den Niederländern Deutsch. Ja. Und danach kommen dann so kurze Lightning Talks. Also kurze Impulse zu verschiedenen Themen. Und um 19 Uhr startet wieder so ein virtuelles Experiment, nämlich ein gemeinsames Abendessen. Also freut euch drauf und sorgt dafür, dass ihr um 19 Uhr online seid, auch wenn ihr Essen habt. Und ja, vielleicht so am Rande, wenn wir eine normale Veranstaltung, also eine Präsenzveranstaltung hätten, dann würden wir ja auch Fotos machen so den ganzen Tag. Also versucht auch ein paar Selfies zu machen. Ihr könnt auch euer Essen fotografieren und alles, was heute Nachmittag so passiert, das gilt auch morgen. Und stellt diese Fotos dann einfach auch auf Twitter, auch auf unsere Plattform Telegram, die ja schon sehr intensiv genutzt wurde. Und alles, was dort von euch reingestellt wird, kann man nachher schön zusammenfassen. Und ich bin ziemlich sicher, Simon lässt sich was einfallen, wie man damit einen richtigen Film hinterher draus machen kann. Denn so einen atmosphärischen Film, wie wir ihn sonst immer haben, kann man ja hier nicht mit einer Kamera durchgehend machen. Sondern ja, gestern schon ganz viele gepostet haben. Also waren schon sehr viele spannende Videos, Vorstellungen. Das könnt ihr gerne heute Abend noch fortsetzen. Einfach in der Telegram-App ist unten die so eine kleine Büroklammer, da kann man direkt ein Video aufnehmen, direkt in Telegram posten. Das werden wir dann hinterher als Vorstellungsrunde zusammenschneiden. Ja, vielleicht zum Abendessen heute. Also ihr habt ja heute den riesen Vorteil, euer richtiges Essen steht ja bei euch am realen Tisch. Aber ihr könnt die Tische trotzdem wechseln, um praktisch andere Gespräche zu führen. Also nutzt auch das Abendessen, um mit verschiedenen Leuten an verschiedenen Tischen ins Gespräch zu kommen. Ist ein Experiment. Macht Erfahrung damit und teilt eure Erfahrung auch ruhig mit. So, und um 22 Uhr beginnt dann unser Live-DJ heute. Genau, der Guido, richtig. Der Guido. Und wir werden dann um 22 Uhr mal sehen, ob man vielleicht sogar virtuell miteinander tanzen kann hier. Dafür ist im Programm ein Link auf Mixcloud, also Guido streamt live über Mixcloud ab 22 Uhr. Da ist es sicher empfehlenswert, so ein zweites Gerät zu haben, also vielleicht die Musik dann übers iPhone mit Bluetooth-Lautsprecher zu hören, damit, wenn ihr an den Tischen sprecht,
Musik parallel läuft, ihr bei euch selber quasi steuern könnt, wie laut das ist. Wir werden auch 21:45 mal live in Guidos DJ-Studio schalten. Also da wird uns das ein bisschen erklären, wie er quasi von zu Hause aus streamt und Musik macht. Das dann hier auf der Bühne. Bühne bleibt, also der Remo bleibt dann offen, quasi bis morgen 18 Uhr ist die offen, kann man die verwenden und der Livestream dann über Mixcloud, wie gesagt, Link im Programm. So, aber damit ist das Programm heute noch nicht zu Ende. Um 23 Uhr startet noch ein Live-Podcast mit Simon und Leonid. Und wer da noch mitmachen möchte, da gibt es im Programm einen Link, da kann man den Namen eintragen und dann könnt ihr heute Abend noch dabei sein. Da geht es so ein bisschen darum, was LearnOS mit euch gemacht hat, beziehungsweise welche Erwartungen ihr so habt, also ein Live-Podcast über LearnOS. So, ja, im Programm, hast du gesagt, im Programm ist so eine Seite im Wiki, da könnt ihr euch eintragen, wenn ihr dabei sein wollt, dann kriegt ihr nachher eine Einladung. Ist einfach ein Klick auf Zencastr und dann seid ihr live im Podcast dabei. Wir werden so 20 Minuten über die Eindrücke des ersten Tags sprechen, damit wir das einfach eingefangen haben als Atmosphäre. Und was ihr danach macht, ist natürlich euch überlassen, aber denkt dran, morgen pünktlich um 9 Uhr müsst ihr wieder fit sein, wenn wir starten morgen um 9 Uhr. So, dann vielleicht so noch der Hinweis, es wäre schön, wenn ihr möglichst viel auch dokumentiert. Also dokumentieren fängt ja schon ganz gut an, mit kleinen Videos sogar. Also ihr könntet auch nach den Sessions, nach den Vorträgen ganz kurz eure Eindrücke zusammenfassen, entweder indem ihr ein kleines Video ins Handy macht oder ob ihr, indem ihr vielleicht bloß den Ton aufnehmt und einen kleinen Podcast damit macht oder auch irgendwas schreibt. Twitter ist eine schöne Möglichkeit, auch draußen Leute zu beteiligen an diesem Event hier, denn ich denke, LearnOS, ja, den tut doch ganz gut, wenn auch ein paar mehr Leute darüber Bescheid wissen. Und insofern twittert gerne, nutzt auch Telegram, aber Telegram ist natürlich nur für die zu lesen, die in der Telegram-Gruppe mit drin sind. Und natürlich eure Blogs und eure anderen sozialen Medien füllt die auch mit Gedanken und Ideen zum LearnOS-Camp. So, jetzt würde ich gern zu Joachim überleiten. Wir sind ja noch ein bisschen früh in der Zeit eigentlich. Ja, vielleicht für morgen früh noch, also nachdem heute Abend noch nicht mehr zusammenkommen. Morgen geht es um 9 Uhr los. Alle, die den Check-in geschafft haben, ab 8.30 Uhr ist der Check-in wieder offen. 9 Uhr werden wir dann nochmal erklären, wieso der ganze Ablauf des Barcamp-Modus ist, wie das mit den Videokonferenzen funktioniert. Die Muralboards, also die Whiteboards, das ist alles morgen. Wer will, kann sich im Wiki schon umschauen. Das ist alles noch da. Und wenn jetzt noch Fragen sind, postet die gerne im Chat. Karl-Heinz hat ja gesagt, ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir liegen gut in der Zeit. Mhm. Ja. Okay, aber die Zeit können wir ja nutzen. Jetzt müssen wir von der Abendveranstaltung, vom Essen, vom Live-Podcasting, vom Dancing Out Loud wieder zurückkommen zur fachlichen Teil der Veranstaltung. Und wir haben jetzt drei Impulsvorträge. Und wir haben ja, glaube ich, auch die letzten paar Monate alle gelernt, wenn Vorträge im Internet zu lang sind, hört niemand mehr zu. Deswegen haben wir diese Vorträge, hat Simon sie so geplant, dass die wirklich auf 20 Minuten fokussiert sind, wobei 15 Minuten ein Vortrag ist und 5 Minuten Fragen, Diskussion drüber. Ich weiß es nicht, wir probieren es mal in der großen Runde. Ich würde einfach mal sagen, ich beobachte jetzt mal bei den Vorträgen den Chat und würde dann einfach die wichtigsten Fragen zusammenfassen. Wer aber auch Fragen hat, gerne die Hand heben und dann können wir auch die Person auf die Bühne holen und einsteigen. Wir starten mit dem Simon und Simon möchte uns den Status von LearnOS im Jahr 2020 geben. Simon, die Bühne gehört dir.